geschafft. Der Nordturm ist erreicht. Aber Alter, ich sehe hier keine uralten Forschungsobjekte oder Artefakte. Auf der Inventarliste stand, dass die Sachen in der Krypta des Nordturms sind. Und diese Halle macht auf mich nicht unbedingt den Eindruck einer Krypta. Wahrscheinlich befinde ich mich mindestens eine Etage über der Krypta. Ich muss also einen Weg nach unten finden. Ja, ich mache aus dir auch noch einen Krypta. Okay, die Krypta, jetzt erinnert mich total an Game of Thrones. Was haben wir denn hier? Hier wurde eine runde Steinplatte mit irgendeinem okkulten Symbol in den Boden integriert. Das sind die Freimaurer. Okay. So ein Symbol, hatten wir das nicht schon gesehen? Die Steinplatte ist offensichtlich ein separates Element in der Bodenfläche. Jedenfalls ist um den Rand herum ein schmaler Spalt zu erkennen. Aber mit bloßen Händen kann ich die Platte nicht anheben. Aha, warte mal, da ist unter mir muss die Krypta des Nordturms mit den Forschungsobjekten des Thule-Ordens sein. Ich sollte schnellstens einen Weg dorthin finden. Warte mal, bohr mal da irgendwie rum. Geht es? Steter Tropfen hüllt den Stein. Nach diesem Motto werde ich jetzt mit dem Handbohrer ein Loch in die Steinplatte bohren. Perfekt. 35 Minuten später. So, das reicht. Ich habe ein kleines Loch gebohrt. Okay, schau dir mal das Loch an. Ich habe ein kleines Loch in die Steinplatte gebohrt. Das kleine Bohrloch hilft leider auch nicht, um die Steinplatte mit bloßen Händen nach oben ziehen zu können. Okay. Mach mal den Haken da rein. Aha, ich habe den Haken ins Bohrloch geschraubt. Jetzt sitzt er fest in der Steinplatte. Guck mal, was ein ist das? Ein massiver hier? Kronleuchter. Von hier komme ich nicht ran. Der Drahtseil hier, kann ich es benutzen? Nee. Kann ich das Drahtseil mit dem Haken benutzen? Nee. Da, dieses Kurbelrad hier. Mit dieser Kurbel kann man den alten Kronleuchter nach unten bewegen, was in Zeiten vor Elektrizität und Glühlampen beim täglichen Anzünden oder Löschen der vielen Kerzen sehr vorteilhaft war. Wieso redet der immer so geschwollen? Der redet auch immer so 2 Minuten am Stück. Fass dich doch mal kurz, Quentin. Betätige mal das Kurbelrad und geh mal runter. Bin gespannt, ob der Kettenzug noch funktioniert. Ich auch. Ah, eine schöne Animation. Okay, jetzt kann man den Haken mit dem... Der Kronleuchter ist verdammt schwer. Ich sollte besser den Kettenzug benutzen, wenn ich ihn wieder nach oben bekommen will. Okay, irgendwas muss ich hier machen können. Der Kronleuchter liegt jetzt mittig auf dem Symbol im Boden. Okay. Ist jetzt die automatisch... Guck mal, der Haken. Mach doch mal den Haken da dran. Okay, guck mal, warte mal, mach mal jetzt nochmal das Kurbel. Vielleicht ist es automatisch eingehakt worden. Fenton, der Tüftler, hat's wieder mal geschafft. Der Kronleuchter hängt am Gewindehaken und nun ziehe ich die ganze Platte mit nach oben. Leider ist niemand hier, der mir Applaus spenden könnte. Genug Applaus? Okay, schauen wir mal, hier habe ich eigentlich alles erledigt. Hier ist das Fenster, hier ist die Tür, kann ich da rein? Oder durch? Sie ist verschlossen. Dann gehen wir halt hier durch die Öffnung. Fenton, wir haben es gepackt. Direkt neben dem Loch ist ein Kabelstrang verlegt. Vielleicht komme ich damit hinunter. Hoffentlich hält er mich. Hoffentlich fällt er. Hier scheine ich richtig zu sein, auch wenn ich mir unter einer Krypta etwas anderes vorgestellt habe. Aber ich will mich nicht beschweren. Eigentlich bin ich froh, keine Särge oder Stapel von Gebeinen zu sehen. Ja, hoffentlich endest du in einem Sarg. Jetzt schau dir mal alles hier einmal an, Kisten. Es kann Tage dauern, die ganzen Kisten nach der Karte des Piri-Rees zu durchsuchen. Ich hab auch Hunger auf Piri-Reis. Ich hab noch nie was von diesem Reis gehört. Auf diesem Pult liegt eine Art Dossier. Ich überfliege das mal kurz. Darin werden die Ziele des Thule-Ordens umrissen. Demnach gründete sich dieser Orden Anfang der 20er Jahre mit dem Ziel, das Wissen untergegangener Hochkulturen wiederzugewinnen und für eigene Zwecke nutzbar zu machen. Die Mitglieder des Thule-Ordens haben Einfluss bis in die höchsten politischen Ämter des Deutschen Reichs. Diese weltanschaulichen Aktivitäten dienen allerdings nur dem Zweck, die Zusammenführung von moderner Technik und magischem Urwissen ungehindert und mit der Unterstützung der Herrschenden realisieren zu können. Und so rief man ein Projekt mit dem Namen Vril unter Leitung der Gräfin Hanna von Hagenhild ins Leben.
Im Fokus dieses Projekts steht die Suche nach Shambhala. Dort, so vermutet der Thule-Orden, wird ein gigantischer Wissensschatz aus der Vergangenheit gehortet. Die Quelle der morphogenetischen Felder. Morphogenetische Felder. Morpheus. Klingt Matrix. Nach einer Spinnerei, der die Nazis danach jagen. Andererseits, hatte Professor Hayes nicht auch etwas in dieser Art erwähnt? In diesem Dossier ist von einem uralten Wissensschatz die Rede. Und wenn ich mich recht an die Schilderungen des Professors erinnere, entwickelte sich im von einfachen Jägern und Hirten bewohnten Shambhala binnen kürzester Zeit eine blühende, fortschrittliche Zivilisation. Hayes sprach in diesem Zusammenhang von einer mysteriösen Energie, die diesen Stamm zu solch einer sprunghaften Entwicklung befähigt hat. Oh. Ob er mit dieser Energie vielleicht die morphogenetischen Felder meint? Mann, der benutzt Wörter, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Guck dir mal den nächsten Punkt an. In diesen Dokumenten sind die Forschungsergebnisse eines Wissenschaftlers namens Aldrich von Hagenhild zusammengefasst. Von Hagenhild? Verwandtschaft? Oder gar der Vater der Gräfin? Egal. Mal schauen, was hier steht. Von Hagenhild hat sich mit der Suche nach der Weltseele beschäftigt. Was soll das denn nun schon wieder bedeuten? Grundlage für Hagenhilds Forschungen war die Vorstellung, dass es eine immaterielle Kraft geben muss, die die biologische Entwicklung eines Organismus steuert. Orgasmus! Ein unsichtbarer Bauplan, der Form und Wachstum bestimmt. Warum Wachstum. Entwickelt sich zum Beispiel eine Ratte wie eine Ratte? Und warum wird eine Kiefer zur Kiefer? Du bist Wer eine Ratte. Ist der Architekt? Wer oder was ist dafür zuständig, was gebildet und ausgeprägt wird? Diese Fragen brachten von Hagenhild zu der Annahme, dass nur ein unsichtbares, nicht spürbares Feld die Morphogenese genannte Entwicklung eines Organismus erklären kann. Mit seiner Theorie der morphogenetischen Felder begründet von Hagenhild auch die Ganzheitlichkeit selbstorganisierender Systeme. Das Feld speichert etwa Formen oder Verhaltensweisen, die dann andere Exemplare der betreffenden Spezies abrufen können. Weiterhin beschreibt von Hagenhild seine Definition der morphogenetischen Felder als eine sehr westliche. In der fernöstlichen Philosophie spricht man in diesem Zusammenhang eher vom Geist, von einer göttlichen Essenz der Natur oder auch von Seele. Die Seele ist das Prinzip, das Lebewesen organisiert. Von Hagenhild betrachtet die Seele nicht als spirituelle oder religiöse Erscheinung, sondern als ein grundlegendes Prinzip der Natur. Langweilig. Unsichtbar und vergleichbar mit einem magnetischen Feld. Er behauptet sogar, die Existenz der Felder, also der Seele, beweisen zu können und verweist auf Experimente, die er durchgeführt hat. Meine Güte, ziemlich viele Informationen. Shut the fuck up! So wie ich das verstehe, glaubte von Hagenhild an die Existenz einer Kraft, die er Seele oder morphogenetisches Feld nennt. Und diese Kraft soll einen nachweisbaren Einfluss auf die Entwicklung aller Lebewesen haben. Oh mein Gott, ich bin fast eingeschlafen eben. Wovon redet er? Das Einzige, was ich verstanden habe, ist Morpheus, der Architekt. Sind wir hier bei Matrix Reloaded oder was? Ich höre mir ja gerade schon die minutenweise Matrix an, das, den Podcaster. Jetzt nochmal eine Lektion hier von Fenton Paddock zu hören. Fenton Pädophil, warte mal. In diesen Unterlagen hier wird auf einige Experimente eingegangen, die die Existenz der morphogenetischen Felder beweisen sollen. Von Hagenhild wollte den Beweis erbringen, dass jede Spezies ihr ganzes Wissen und jede Art von Informationen, die für ihre Entwicklung nötig ist, aus einem kollektiven Gedächtnis oder Ahnengedächtnis bezieht. Dieses bestimmt nicht nur die Gestalt, sondern auch das Verhalten, die Fähigkeiten und das Wissen der betreffenden Gattung. Von Hagenhild bezeichnet dieses Feld daher auch als Gruppenseele. Experiment Nummer 1, das Rattenexperiment. Untersucht wurde die Fähigkeit von Ratten, aus einem Labyrinth herauszufinden. Zu Beginn des Experiments benötigten die Ratten aber einige Rattengenerationen später reduzierte Fazit, die Ratten, die das Labyrinth zuerst durchliefen, Experiment Nummer 2, das auf zwei kleinen Inseln im Inde, während von Hagenhilds Team den Affen, die Affen der einen Kolonie, lernten beispielsweise das Öff. Mehrere Monate später zeigten die Affen auf der zweiten Insel von Hagenhilds Fazit nach diesen Beobachtungen, das würde auch den sprichwörtlichen siebten Sinn der von Hagenhild schließt aus diesen Experimenten, die Felder sind Informationsspeicher und sie von Hagenhild mutmaßt aber auch, dass sich selbst Vorahnungen damit erklären lassen, die... Nun ja, für mich klingt das alles sehr pseudowissenschaftlich, aber diese Experimente machen mich doch etwas nachdenklich. Gesetzt den Fall, es gibt diese morphogenetischen Felder wirklich, dann wäre vieles, was die Wissenschaft dem Übersinnlichen oder Spirituellen zuschreibt, plötzlich erklärbar. Und wenn man die... So langsam kann ich das Interesse des Thule-Ordens verstehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch geskippt, was du gerade gesagt hast.
Man kann ja auf Pause drücken, wem es interessiert. Auf diesem Pult liegt eine alte, handgezeichnete Landkarte. Ha? Ist das die Karte des Piri-Rees? Daneben steht etwas. Von Hagenhild war abschließend zu der Überzeugung gelangt, dass es eine Art endgültiges Feld geben muss, aus dem alle anderen Felder hervorgehen und das diese vereinigt. Alle Manifestationen haben einen Ursprung. Er fand auch historische Hinweise auf die Richtigkeit seiner Theorie. Zum Beispiel sprach bereits Platon von der Existenz einer Weltseele. Aber erst der Fund einer alten, geheimnisvollen Weltkarte, die der osmanische General Piri-Reis angefertigt hat, überzeugte von Hagenhild endgültig. Ja, ich wusste es. Das ist die Karte des Piri-Reis. Jackpot. Aber weiter im Text. Von Hagenhild brachte in Erfahrung, dass der General die Karte im 16. Jahrhundert angefertigt hatte und dabei auf Quellen zurückgriff, die tausende von Jahren alt waren. Aber wer konnte tausende Jahre vor Piri-Reis wissen, wie die Welt aussieht? Gab es damals vielleicht eine Zivilisation, die über außergewöhnliches Wissen und Können verfügte? Von Hagenhild fand auf dieser Karte eine Markierung, die im Gegensatz zur übrigen Beschriftung in einer unbekannten Sprache verfasst war. Nachforschungen in fernöstlichen Bibliotheken und Klöstern ergaben, dass es sich um eine längst vergessene Schrift handelt. Die Markierung auf der Karte weist demnach auf die Quelle allen Wissens hin, die sich in einem Tal im Himalaya befinden soll, genauer gesagt im Kembalung-Tal, Shambhala. Kurz bevor er dann im Jahre 1934 verstarb, übertrug von Hagenhild die Verantwortung für die Weiterführung der Forschungen seiner Tochter Hannah. Aha. Putzblitz. Professor Hayes hatte recht. Der Tudor-Orden kam zum gleichen Ergebnis, was die Existenz bzw. die Lage von Shambhala betrifft und scheint sogar noch einen Schritt weiter zu sein. Allerdings nicht ganz so weit wie ich, denn die Nazis können Shambhala nicht betreten, solange ihnen das zweite Schlüsselartefakt fehlt. Angeblich soll ja das Versteck dieses Artefakts ebenfalls auf der Karte des Piri-Reis verzeichnet und nur mit Hilfe des Drachenauges erkennbar sein. Meine letzte Hoffnung, Richard aus Shambhala zurückzuholen, gründet darauf, dass das auch tatsächlich stimmt. Okay, kann ich diese Karte nehmen oder so? Die Dokumente werden hinter einer dicken Glasplatte unter Verschluss gehalten. Ich kann sie nicht nehmen. Okay, gucken wir mal, ob wir eins von den Dingern hier nehmen können. Warte mal, hier der Bohrer. Keine gute Idee. Vielleicht löse ich ja einen Alarm aus, wenn ich das Glas über den Dokumenten zerstöre. Okay, der Nussknacker? Nee. Laterne? Nee. Die Axt? Keine gute Idee. Vielleicht löse ich ja einen Alarm aus, wenn ich das Glas über den Dokumenten zerstöre. Ich speichere ganz kurz mal ab. Okay, dann Drahtseil. Warte mal, lass mich raten, das Auge. Ja. Was ist denn das? Potztausend! Die Legenden scheinen tatsächlich wahr zu sein. Die Karte des Piri-Reis ist die Karte der Hüter, oder besser gesagt, sie wurde nach den Vorgaben der Hüter Shambhalas angefertigt. Also bewahrheiten sich die Vermutungen von Professor Hayes auch in dieser Hinsicht. Die Priester Shambhalas haben das zweite Schlüsselartefakt nach Indien gebracht und dort in einem Tempel versteckt. Dank der geheimen Markierung auf der Karte weiß ich nun auch sehr präzise, wo ich in Indien suchen muss. Auf der Halbinsel Kathiawar, nördlich von Bombay. Zufällig kenne ich den Kommandeur des Regiments in Raikot auf Kathiawar. Manchmal zahlt es sich tatsächlich aus, in allen möglichen Winkeln dieser Welt Truppen stationiert zu haben. Falls der alte Trunkenbold nicht schon wieder strafversetzt wurde, hilft er mir sicher bei meiner Suche. Dann Was muss ich nur Zufall. Den Tempel finden und das Schlüsselartefakt in die Hände bekommen. Also packen wir es an. Packen wir es an. Auf nach Indien. Dakui. Über Istanbul. Über Bagdad. Über Persien. Karachi. Und dann sind wir in Indien nach Bombay. Hallo, willkommen in Bombay. Und oh ja, Kathiawar. Sechstes Kapitel. Das Auge des Tigers. It's the eye of the tiger. Geschafft. Hier endet die Straße und dieses Dorf soll die letzte Siedlung sein. Ansonsten kommt in dieser Richtung nur noch undurchdringlicher Dschungel. Der Kommandeur der hiesigen Truppen hat mich bis hierher führen lassen.
Nun muss ich versuchen, einen Einheimischen zu finden, der mir bei der Suche nach dem Tempel der Hüter helfen kann. Hallo? 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 Was ist denn hier passiert? Das Dorf scheint vor kurzem verlassen worden zu sein. Hallo? Ist hier jemand? Was mag die Bewohner von hier vertrieben haben? Schöner Mist. Dann muss ich wohl auf eigene Faust nach dem Tempel der Hüter suchen. Sie haben zweimal Hallo gesagt, ich habe ihnen geantwortet, aber warum antworten sie nicht zurück? Ich habe da immer Hallo gesagt. Hallo, wollen Rose kaufen? Okay, machen wir mal hier einen Cut. Ich speichere wieder ab und beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Ciao.